Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Timberborn. In der letzten Folge haben wir diesen wunderbaren Tempel hier gebaut, der eine Menge Biber versorgt, denke ich. Scheinbar alle in dem Distrikt. Auch wenn es hier schon rot wird, aber das endet genau da. Das heißt, das ist für alle Biber im gesamten Distrikt. Und deshalb ist da wahrscheinlich das auch so weit hochgegangen. Verletzungen ist schlecht. Aber wir müssen weiter gucken, dass es denen gut geht. Also wir haben auch noch einen Kaffeenotstand. Und das ist auch soweit klar. Ich verstehe nur noch nicht genau, wo der sein soll. Weil in meinen Augen ist ja überall Kaffee. Hier ist ja auch nochmal Kaffee. Also, wo soll der Kaffeenotstand sein? Frage ich mich. Ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich weiß es wirklich nicht. ich meine, wir haben hier, guck mal, wir haben 300 Liter? Hektoliter? Wie passen da rein? Wahrscheinlich eher 300 Hektoliter Kaffee. Ich meine, ne? Ihr versteht. So, aber weiter im Text. Wir wollen ja trotzdem, dass es den Bibern gut geht. Nasses Fell. Vielleicht schauen wir mal bei den Dingen, die nicht so gut sind. Wobei, das hier wundert mich auch krass. Ah ja, wir können ja mal distriktweise auch die Zufriedenheit schauen. Hier auch. Die Hälfte der Biber gibt an, nicht genug Kaffee zu bekommen. Sag mal. Sind das die hier drüben? Ah, die wohnen da doch. Ich meine, die müssen doch eh alle auf dem Weg nach Hause hier am Kaffee vorbei. Ich verstehe es nicht. Und mir hat jemand geschrieben, wir haben obdachlose Biber. Aber ich sehe aktuell keine obdachlosen Biber. Nee, das sind Arbeitslose, aber das sind keine Obdachlosen. Ich meine, hier ist natürlich Party. Das ist okay. Schrein, Tempel. Was jetzt zum Beispiel, wenn ich hier den Distrikt auswähle. Was ist denn das? Bücher. Ja gut, das haben wir erst letztens neu gemacht. Schlammbad. Also ich verstehe deren Problem nicht. Wir haben ein Freibad, ein Karussell und ein Schlammbad. Hier mitten in der Stadt. Aber Flamme der Einheit ist, das ist wenigstens gut. Biberstatue, Dach. Ach, Ästhetik. Ja gut, Ästhetik lässt sich ja immer drüber streiten. Da müssen wir jetzt hier schauen. Genau, Strauch haben wir eigentlich genug. Statue auch. Dach. Ja, sehe ich jetzt auch nicht überall. Ich sag mal so 32 oder so sollten wir schon noch schaffen. Wie wäre es denn, wenn wir hier alles auf Roboter umstellen und alle Biber dann hier leben lassen? Geht das? Moment, 12.000, genau. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Haben wir gerade eine Dürre oder so? Nee. Batterien alle leer. Was wird denn hier noch vom Menschen gemacht? Außer Zeug rumgeschleppt. Bauarbeiterunterkunft. Zack. Ich meine, hier in dem ganzen Distrikt sind halt grundsätzlich sowieso nur
27 Biber. Und davon sind 10 alleine hier. Zack. So, jetzt sind nur noch 9 Biber, die wir loswerden müssen. So. Dann stellen wir mal... automatische Emigration. Ich schicke die mal von Industrie nach Zentrum. Ach so, weil hier das Minimum ist. Verstehe. Ah, okay, das ist natürlich entspannter dann. Das heißt, hier haben wir jetzt nur noch 9. So. Nur noch 5. Und die wohnen fast alle hier drin. Wo arbeiten hier noch Biber? Das ist auch witzig. Auf der Seite arbeiten Roboter und auf der arbeiten Biber. Ah, hier können wir noch einen Roboter einsetzen. So, dann haben wir nur noch 4 Beschäftigte. Wo sind die 4? Ich werde euch finden. Wo wohnen die überhaupt? Hier ist wahrscheinlich einer. Zack. Hier ist wahrscheinlich einer. Zack. Damit sind nur noch 2. Dusche und so weiter brauchen wir dann nicht. Aber brauche ich auch nicht deaktivieren. Hier ist noch einer, der das Kaffeefeld, sich ums Kaffeefeld kümmert. Und hier ist wahrscheinlich noch einer. Ne, das ist schon ein Roboter. Das ist schon ein Roboter. Ist nur noch ein Arbeiter übrig. Wo arbeitet der? Ein einziger. In der Wasserpumpe arbeitet der auch nicht. Bin doch ich schon alle ersetzt. Wo arbeitest du? Ach, der Heiler. Ja, den brauchen wir dann ja auch nicht mehr. So. Bevölkerung migrieren. 0. Und drüber. Und damit haben wir erfolgreich den gesamten Industrie
Sektor komplett von Robotern oder in die Hand von Robotern gelegt. Wie lange das gut geht, ich habe keine Ahnung. Wir haben 6 Ersatzroboter und die bauen natürlich permanent neue. Was gut ist. Hier ist Altmetall. Jetzt muss ich mal schauen, wie das hier läuft. Plündererfahne. Altmetall. Ja, bisher läuft es ja eigentlich ganz gut. Ach ja, und was ihr auch vorgeschlagen habt, das können wir jetzt wirklich mal machen, ist die Arbeitszeit von 18 Stunden auf 16 Stunden zu reduzieren. Dann haben die nämlich mehr Zeit zu chillen. Boom, direkt... Oh mein Gott, das ist direkt komplett eskaliert. Oh. Okay, okay. Ich bin der beste Chef auf der Welt. Ich hab... Bruder. Okay, okay, ich verstehe, ich verstehe. Das war das Problem. Die hatten keine Zeit zum Chillen, weil die gearbeitet haben. Ich hab den Arbeitstag... von einem 18-Stunden-Arbeitstag auf einen 16-Stunden-Arbeitstag reduziert. Boah, ich bin eigentlich schon... Also ich meine, ihr könnt mich im Grunde schon auch mit Mutter Teresa ansprechen. Ja, baut erstmal das eine hier. Theoretisch könnte man hier ein Dach drauf bauen, ne? Kommen die da überhaupt hin, um das zu bauen? Mal gucken. Nee. Gut. Dann gibt's kein Dach. Aber vielleicht kommt ich hier hin, um die Dächer zu bauen? Nee. Gut. Der braucht schon Dächer. So. Wir haben 3 Betten noch im Distrikt frei. Vielleicht sollten wir sicherheitshalber nochmal hier irgendwie einen weiteren Wohnblock hinbauen. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Ein Wohnblock hinter dem Wohnblock ist jetzt nicht das hübscheste auf der Welt, aber geht schon. Und da wir hier keine Terraforming-Station haben und ich auch ehrlich gesagt keine bauen will, die paar Sachen... können wir hier... Plattform bauen. Und dann das Haus hier drauf. Ich könnte auch so... Ja. 37. So glücklich wie nie zuvor. 42 in diesem Distrikt. Wow. Hommage an den Erfindergeist. Das will ich auch noch hier irgendwo bauen. Sobald wir uns das leisten können. Bücher, Schrein, Tempel. Okay, das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Und vielleicht... Boah, ich könnte ihnen vielleicht noch ein bisschen mehr Freizeit geben.
Oder wäre das zu krass? Ich würde gerne nur den in der Hauptstadt mehr Freizeit geben. Und den hier auf den Feldern, da können wir ruhig so 20 Stunden machen. Ich bin der König, ich weiß, wie es am besten ist, Kappa. Aber das ist auch nice. Kein einziger Biber muss jemals wieder in diesem Industriedistrikt arbeiten. Denke ich, hoffe ich. Die Häuser bleiben sicherheitshalber trotzdem erstmal. So. Ja, jetzt ist hier auch ein bisschen mehr los. Ja, es scheint schon zu reichen. Wie ist es denn jetzt mit Dachterrassen und so? Jetzt, wo sie mehr Zeit haben, auf Dachterrassen zu chillen. Oh, es ist wieder runter auf 2 und, auf 39. Uff. Ist natürlich bedauerlich. Kaffee. Und das ist das Fell. Das sieht alles sehr gut aus. Marschner Findergeist. Freibad, Karussell, Schlammbad ist noch Luft nach oben. Verstehe ich auch nicht, wo das Problem ist. Schreintempel. Lagerfeuerterrasse auch nur halb. Naja, theoretisch können wir die Arbeitszeit auch auf 15 Stunden reduzieren. Dann hätten die nochmal mehr Zeit für Freizeitaktivitäten. Ich meine, hier drüben sind sowieso die Roboter am Arbeiten. Da ist eh alles egal. Und da... Vielleicht sollen wir hier doch ein paar Dächer bauen. Ich meine, ich habe ja gesehen, dass mit der Ästhetik ist denen scheinbar doch recht wichtig. Und hier hat es halt direkten Einfluss auf die Wohnhäuser. Deshalb würde ich jetzt mal... schauen, dass wir das hier hinten mal so hinkriegen. Bauen wir das dann wieder ab? Weiß ich noch nicht. So, Maisrationen, fermentierte Pilze, Rapssamen, das sieht gut aus. Erde für den Pool, das sieht gut aus. Rohholz, ist nur Luft nach oben. So, es steigt wieder. Ah cool, die haben erstmal alles andere gebaut, perfekt. Und jetzt bauen sie die Dächer, hoffe ich. Ja, das bringt es halt nicht so, ne? Ich hätte wirklich lieber erstmal das... Aber ich habe das Gefühl, dass das bei 10.000 kleben bleibt. Ich weiß auch nicht, warum. Die Finder arbeiten auch noch alle. Naja, bleiben wir mal weiter dabei. So, wie läuft sie hinten so? Mangrovenfrüchte. Noch nicht so gut. Wie ich das gerne hätte. Es braucht offenbar sehr lange zum Wachsen. Alarm!
Ist überflutet. Ich habe vergessen, das auf 0,5 zu stellen, ne? Ich hoffe, dass das Wasser jetzt hier schnell abfließt. Ich meine, die halten das lange aus. Die halten es nicht so lange aus. Ah, doch, aber... Okay. Hier sitzt schon hoher Wasserstrom. So, jetzt schalten wir die Pumpen wieder ein. Weil ich wissen will, ob das so passt. Ob die eine Öffnung hier es schafft, die Leistung von beiden Pumpen irgendwie wieder wettzumachen. Aber dafür muss jetzt der Pegel natürlich nochmal steigen. Ob wir das vor der Dürre schaffen, ist die andere Frage. Bräuchten die Sperre eigentlich eher hier, ne, damit das hier so ein geschlossener Kreislauf bleibt, aber dafür müssten wir das hier tiefer machen, weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Ja, die Überlaufdinger hier könnten vielleicht irgendwann mal weg. Ah ja, jetzt. Jetzt ist es soweit. Jetzt läuft's über. Aber in einer Geschwindigkeit, die hier in Ruhe abfließen kann, denke ich mal. Ah, das müssen wir jetzt im Auge behalten. Ich finde es schade, dass man das nicht in 0,75 Schritten einstellen kann. Wobei, wie war das? Es war ja hier, glaube ich, dass es bei 0,75 überläuft, ne? Wobei, jetzt ist der Wasserstand 0,5. Ich habe es gestellt auf 0,5. Alles ein Rätsel. So, Dachästhetik ist gestiegen. Karussell. Karussell verstehe ich auch nicht ganz. Oder ist es immer noch die Zeit? Habe ich hier dachtechnisch noch dafür was anzubieten? Nee, ne? Ja, oder wir bauen es da einfach hin. Einfach nur als Fassade. Ist halt hier hinten das kleine Ding da. Ist egal. Von vorne sieht es aus, als wäre da ein Dach. Oh, jetzt ist aber die Auslastung langsam höher, ne? Um 30 insgesamt und 44 in dem Distrikt. Das ist krass. Wie zufrieden sind die hier?
23. Aber ich sag mal, ernährungstechnisch sind die hier deutlich besser aufgestellt, ne? Also man kann auch, also klar, hier ist weniger Luxus, sehe ich. Aber Essen ist ganz bestimmt nicht deren Problem. Ist auch schön. So. Okay, hier sieht noch alles gut aus. Es scheint gut abzufließen. Das ist dann gleich das Wasser weg. Mal gucken, was für eine Auswirkung der Rückfluss hier hat. Ich meine, den See werden wir schon nicht aus Versehen abpumpen oder so. Geht einfach nur die Geschwindigkeit runter. So, hier arbeiten auch überall Roboter. Wie viele Wohnungen sind hier noch frei? 6 Stück und ein arbeitsloser Roboter. Okay. Man kann natürlich hier auch schauen, dass man alles auf Roboter umbaut. Aber ich glaube, so viele Roboter kann halt der Distrikt hier aktuell nicht herstellen. Und das hier alles zu verdoppeln, wäre, glaube ich, auch too much, ne? Und es müssen immer ein paar Ersatzroboter da sein, einfach wegen Ersatzteilen, weil die auch kaputt gehen. Ich glaube, wir schalten die Pumpen mal aus. Weil sonst bekommen die Roboter hier drüben ja auch weniger Energie zum Laden und dann sind die langsamer und dann geht alles den Bach runter. Nee, da müssen wir aufpassen. Nachfrage ist eh noch viel zu hoch. So, aber denen hier würde ich ganz gerne was Gutes tun. Ich kann noch bestimmt... Ja. Dann verbinden wir das hier mit. Dachterrasse. Und hier in die Mitte. Könnte man sich hier um Ästhetik kümmern. Ist wenigstens dann schön symmetrisch. So, dann hier noch eine kleine Biberstatue. Ich meine, solange das alles irgendwie Zufriedenheit bringt, bin ich da dabei, ne? Hier im Industriegebiet. Können wir noch eine Biberstatue hinbauen? Wie teuer sind die überhaupt? 30 Metallblöcke. Okay, ich habe keine Biberstatue hin. Geht der denn hin? Ach, hier zur Ladestation. Oh, wir brauchen hier wahrscheinlich mehr Ladestationen. Genau, das kann ich ja wegmachen. Das haben wir nicht mehr gebraucht, ne? So war das.
Dann müssen wir hier unseren Ladepark ein bisschen größer machen. Energie. Ist das nicht unter Energie? Wissenschaft. Oh. Komm, mach mal einfach die Reihe fertig und gut ist. Sind die teuer? Ja, hält sie in Grenzen. Im besten Fall hat man immer mehr Ladestationen, als man Dinge aufladen will. Oh ja. So, wie sieht die Zufriedenheit in diesem Sektor jetzt aus? 24, schon gestiegen. Guck mal. Mangrovenfrüchte wird auch noch steigen, denke ich. Lagerfeuer, Dachterrassen ist gestiegen. Lagerfeuer. Ich meine, hier habe ich ein Lagerfeuer gemacht. Das wird auch ab und zu benutzt. Oh. Der arbeitet bei der Sammlerfahne, weil ich hier vorne natürlich die Sammlerfahne vergessen habe. Mangrovenfrüchte. Bei welcher Sammlerfahne arbeitet der? Bei der. Ach, priorisieren Mangrovenfrüchte. Das heißt nicht, dass er nur da arbeitet. Okay. Ja, also wir brauchen hier natürlich eigene Sammler, ne? Das ist klar. So, es ist Feierabend, aber die Roboter arbeiten natürlich auch weiter. Und bauen die Fahne hier hin. So, und jetzt kommt alle 10 Tage was nach. Okay, da kommt jetzt natürlich nichts mehr. Aber das ist schon okay. 39. Wow. Da. Hier, schon 26. Die sind sehr happy mit ihrem Dach, mit den Statuen. Ein paar Sträucher hätten sie noch gern. Okay, kriegt er auch. Ganz ehrlich, wenn ich mit ein paar Sträuchern die Leute hier glücklich machen kann... Warum denn nicht? Wie teuer ist eigentlich so ein Strauch gewesen? 12 Holz, ja, das kriegen wir hin. So, wird dann wahrscheinlich nach Feierabend relevant, wenn alle hier von den Feldern nach Hause kommen und dann die neuen Sträucher sehen. Ja, sehr, sehr gut. Ja, mittlerweile sind wir jetzt nah am Optimum, würde ich sagen. Ich denke, so eine Folge kriegen wir noch mit Verbesserungen hin. Aber... Denen geht's extremst gut, unseren Bibern. 41. Ja, eventuell reduzieren wir nochmal die Arbeitszeit. Wobei das dann sich wahrscheinlich negativ auf die Nahrungsmittelproduktion auswirkt. Weil ich würde halt wirklich hier die Arbeitszeit reduzieren und da nicht, aber das geht nicht. Aber wir haben jetzt schon vom 18-Stunden-Tag haben wir um 3 Tage auf einen 15-Stunden-Tag reduziert.
Also wenn es das nicht ist, ne, dann weiß ich auch nicht. Wow. Das wird gut genutzt. Sehr schön. Das, oh, oh. Kein Wunder, dass sie so glücklich sind. Das ist alles Action. Hier Nahrung sieht auch super aus. Schutz. Was ist denn mit Schutz? Wo ist denn Schutz ein Problem? Hat jemand kein Zuhause oder wie? Doch, sind doch alle zu Hause. Das ist vielleicht noch ein Rätsel. Aber sonst geht es ihnen sehr gut. Und damit würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut, bis dann und tschüss.